Nachdem die Löscharbeiten auf dem Gelände der Dietzer Recyclingfirma Uriel nun abgeschlossen sind, dankt der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises Frank Puchtler allen Helfern. Gemeinsam mit den Einsatzkräften aus dem Rhein-Lahn-Kreis konnte der Einsatzkreis und länderübergreifend mit Mut und Umsicht gemeistert werden, hieß es in der Mitteilung des Landkreises. Ohne die Beteiligung der Einsatzkräfte und Geräte der regionalen Nachbarn wäre die Bewältigung des Brandes wahrscheinlich nicht möglich gewesen, hieß es weiter. Die Corona-Pandemie hat Koblenz und ihre Partnerstädte fast gleichermaßen getroffen. Wie die Stadt jetzt mitteilt, wurde Kontakt zu den befreundeten Städten auch in der Krise stets gepflegt. Die Aufgabe, internationale Freundschaft und Zusammenarbeit zu fördern und gemeinsam Probleme zu lösen, sei wichtiger denn je, hieß es in einem Solidaritätsschreiben an die Partnerstädte im April. Daraufhin gab es viel positives Feedback aus verschiedenen Teilen der Welt, wie Varaždin in Kroatien und Petach Tikva in Israel. Wird der Westerwaldkreis sich an den Grundstückskosten für das neue DRK-Krankenhaus in Mischenbach beteiligen? Zumindest der Kreisausschuss hat diesem Plan nun zugestimmt. Das dafür vorgesehene Geld soll aus der Vermarktung des Grundstückes stammen, auf dem sich im Moment noch das alte Krankenhaus in Hachenburg befindet. Zu einem Verkehrsunfall, bei dem 4 Menschen verletzt wurden, ist es am Donnerstagabend bei Altenkirchen gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es in einer Kurve der Auffahrt zur B256 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen. Ein 29-jähriger Autofahrer hatte kurz vor dem Zubringer mit überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Auto überholt. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.